Okay, ja, so fängt tatsächlich ein Part an. Ich meine, das letzte Mal habe ich auch genau hier abgespeichert beim Trainer. Was soll ich denn da machen, ne? Sonst hätte ich gesagt, hallo, herzlich willkommen, danke fürs Einschalten bei Pokémon. Voll cool, dass ihr meine Videos guckt. Danke, dass mir irgendjemand dir hier mal Beachtung schenkt, wenn es durchs Internet auch ist. Weil ich in meinem echten Leben nicht überhaupt keine Beachtung von jemandem kriege. Aber nein, so ist es nicht. Denn ich fange mitten fast in einem, ja, in einem Trainerkampf an, sagt man so, ja. Und da ist Begrüßung oder sowas nicht drin einfach. Aber ein Rachplatz, das ist drin. Okay. Und der macht viele gemeine Attacken. Obwohl er so schwach ist, kriege ich ihn nicht kaputt. Agrotexo ist momentan sowieso ein bisschen die Enttäuschung für mich, sag ich mal. Weil er für Agrotexo eigentlich gar nicht schön nicht reinhaut. Jetzt vergiftet der mich bestimmt oder so ein Scheiß. Ey, bitte nicht. Nee, aber Epic Doppelkick. Nicht so gut, aber ja, wenn ich den jetzt besiegt habe, sollte ich doch eigentlich, wenn meine Theorien stimmen sollten, ein Level hochgehen. Boah, bin ich müde jetzt plötzlich. Ich muss die ganze Zeit rumgehen wie so ein Blöder. Ja, aber es gibt ein Level ab. Kann ich ihn umtauschen? Ja, ja, mache ich mal. Lass mal Pikachu ein bisschen weiter Drecksarbeit machen. Und Mauzi wird von Göre Leila eingesetzt und ich mache Durchbruch, denn Durchbruch ist sehr effektiv gegen so einen Mauzi. Und wie ich das jetzt auszahlt, oh ja, ah ja, sowas zahlt sich aus. Okay, noch ein Pikachu. Noch ein Pikachu. Pikachu fürs Pikachu, aber meins Pikachu ist viel cooler. Meins Pikachu. Und weg ist er mit einem Schlag. Meine Damen und Herren, habt ihr es gesehen? Einen Schlag habe ich nur auch, um ihn zu besiegen. Schau, was du getan hast. Oh mein Gott. Dann schmeiß ich die mal ein bisschen weiter nach hinten. So, reicht. Und dann laber ich die jemand. Mauzi ist so süß. Miau, miau. Ah, was? Wieso sagst du mir sowas? Ist das nicht etwas, was du besser für dich behalten solltest? Und sie hat auch ein Mauzi. Ich dachte, sie sagt das nur so aus Zufall. Durchbruch. Meine, ob ich das mit einem Schlag hinkriege? Ja, kriege ich. Sehr schön. Das freut mich im Nachhinein sogar sehr. Und es gibt ein Level Up. Oh, Donnerblitz. Donnerblitz ist die geilste Attacke. Donnerblitz würde ich niemals verlernen. Donnerblitz. Ja, sowas von. Die kann ich hier durch Donnerschock eigentlich ersetzen. Donnerschock werde ich danach sowieso nie wieder einsetzen, weil ich eine fettere habe. Oh, Donnerblitz ist die geilste Attacke von Pikachu. Auf jeden Fall. Als nächstes Mauzi, bla bla bla. Ja, ja, Mankey, los. Na komm, spiel schneller, spiel. Normalerweise spiele ich immer, indem ich... Normalerweise, wenn ich Pokémon spiele, ja. Dann besteht eigentlich alles daraus, dass ich immer am Vorspulen bin. Da das jetzt auch so ein Let's Play ist, sag ich mal, verzichte ich mal drauf, ja. Und das ist das, worauf ich mich eingelassen habe. Und jetzt muss ich halt damit leben. So, und Karate-Schlag. Besiegt, besiegt, ja. Besiegt. Sehr, sehr schön. Und es gibt noch ein Level Up. Versucht dir überhaupt zu lernen. Aber ich darf nicht mehr als vier Attacken so in der Attacke bla 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 vergessen werden. Oh. Geowurf macht immer das. Meine Attacke immer genauso viel KP abzieht, wie ich im Level bin. Also das heißt, wenn ich auf Level 25 bin, ziehe ich genau 25 ab. Aber ich denke, die Attacke an sich ist nicht unbedingt schlecht, aber ach, irgendwie ist sie nicht so mein Typ. Ich lasse es einfach mal. Oh, Miauz. Oh, schade, schade. Es gab massiv Level-Ups für mich. Also zwei sind ein Level hochgegangen. Das war's. Das ist jetzt eigentlich auch direkt wieder Glutexo mal ein bisschen dran. Auf der, an der Reihe hier mal mit durchtrainiert werden. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren aber auch. Oh, ja, die Schule, die macht Spaß. Also wer findet von den Zuschauern jetzt, dass Schule wirklich Spaß macht, schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich will nämlich den Grund wissen, warum sowas Spaß machen sollte. Oh nein, keine Rauchwolke. Oh, du bist doch kacke. Nicht. Ja, okay, doch. Getroffen. Und tot?
Nee, das überlebt er natürlich. Sowas, bei sowas darf er niemals sterben. Nein! Ey, ich bin ruiniert. Ich bin ruiniert. Oder? Ja, aber sowas von. Der darf mit einem KP überleben. Ich muss natürlich drauf gehen. Boah, ist das ein dreckiges Spiel. Eigentlich, normalerweise würde ich schon direkt den Controller in die Ecke hauen, wenn ich nicht so zivilisiert jetzt wäre hier. Eigentlich ist das nämlich auch gerade voll mein Bedürfnis, das Ding in die Ecke zu werfen. So, Otto, wo sind sie? Okay, ich gehe lieber zur Schule. Na, so siehst du auch aus. So siehst du auch aus, als würdest du lieber in die Schule gehen. So, jetzt würde ich eigentlich lieber mal heilen gehen. Das mache ich auch. Also den ganzen Weg wieder zurück, obwohl mir fällt ein, hier kann ich auch noch entlang. Ja, ich hoffe, hier gibt es ein paar Pokémon zu fangen, die ich noch nicht habe. Ich gehe jetzt mal ganz normal ein bisschen abchecken. Hier gibt es auf jeden Fall eine Prunusbeere. Da oben liegt auch noch irgendwas. Hier. Frage und... Oh, ein Pokémon. Was ist es? Was könnte es sein? Ein Mauzi. Habe ich ein Mauzi? Ja, ich habe selber bereits eins gefangen anscheinend. Ich erinnere mich zwar nicht mehr daran, aber das habe ich ja auf Video zum Glück festgehalten. Deswegen kann ich es auch gar nicht erst abstreiten. Und zerschnibbel das los, Ultrigaria. Kaputt. So. Jetzt geht's schön ins Pokémon Center. Ins Pokémon Center werde ich verrückte Abenteuer erleben. Ich werde nämlich meine Pokémon haben. Das hat man in diesem Spiel noch nie gesehen. Es ist ein unglaublicher Vorgang. Also es werden die 6 Dinger da drauf gelegt, ja. Und dann leuchten die und es kommt ein Sound und fertig. Dann sind die wieder geheilt. Ich meine, das ist das beste Krankenhaus der Welt. Stell ich mal vor, irgend so ein Krankenhaus, ja, die haben so eine Maschine, dann legt sich irgend so ein Typ drauf und dann kommt eine Melodie und dann ist alles wieder perfekt. Egal was passiert. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deswegen sammle ich sie. Okay, also hat die jetzt 2 Pokémon. Nidoran weiblich. Dann ist das andere bestimmt mir männliches. Wenn sie sagt, alle Nidoran, Feuer. Ich will das Ding nicht berühren, weil sonst vergiftet. Sonst vergiftet mich das Ding. Okay, jetzt hatte ich gerade schon befürchtet, ich wäre schon so vergiftet worden. Direkt. Es würde ein Mega-Schächt einen sehr scheiß Eindruck machen. So, und ein Nidorina. Ey, Nidorina ist kein Nidoran. Lügnerin. Loretta. Los, macht einen fetten Feuer. So ist das. Ach du Scheiße. Das überlebt der Dicke. Nee, da muss ich alle Maßnahmen greifen. Einfach mal buddeln. Biss. Trifft leider nicht. Aber ich treffe. Und es ist sehr effektiv. Und er überlebt es. Ja, und das ist das, wovon ich eben noch geredet habe. Also, sobald ich einmal so eine Berührungsattacke mache, habe ich direkt verkackt, weil ich vergiftet bin. Weil es braucht erst wenigstens zu seinem Vorteil nicht mehr mit seinem Giftstoffe probieren. Das heißt, ich mache meinen Computergegner nicht mehr so viele Umstände. Ne? Ah, gut. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja trotzdem den Kampf gewonnen. Das ist kein Problem. Warum? Warum nur? Gucke ich mal, ob ich sowas wie ein Gegengift mit mir rumschleppe. Da oben ist eins. Ja, dann gebe ich dem das, weil ich habe jetzt echt keinen Bock, dann nochmal zurückzurennen nach einem Kampf. Also das ist mir langsam ein bisschen zu blöd. Hallo, ey, renn ich an mir vorbei, voll Arsch. Mach den Weg frei oder ich überfahre dich. Natürlich, du feige Sau. Du bist die ganze Zeit an mir vorbeigefahren. Tu mal nicht so eine dicke Eier hier. Camillo und Slimer. Ja, mach ich folgendes. Ich buddel mich wieder in die Erde ein, denn das ist sehr, sehr effektiv. Der bereitet sich schon darauf vor. Mit seinem Partner hier. Okay, einmal noch. Nein, okay, mehrmals wahrscheinlich, weil Schaufler ist nicht mehr drin. Ich muss zu anderen Maßnahmen greifen. Blut. Okay. Härtner bringt nichts, wenn ich Blut einsetze. Also sollte er mit einem Schlag besiegt sein. Und bitteschön. Da habt ihr es. Okay. Nochmal dasselbe Pokémon. Sehr kreativ. Weißt du, wenn man so einen Slimer hat, da was denkt man sich? Oh, leck mich am Arsch. Ich fange mir jetzt noch einen Slimer. Weil ich so ein Slimer-Freak bin. Oh, wow. Das war ein Volltreffer. Und jetzt treffe ich ihn schon nie wieder. Bestimmt. Ich sehe es kommen. Okay, ich könnte es einfach mal mit Schaufler probieren.
und trifft. Okay, Schlammer trifft schon mal nicht, aber treffe ich. Yep. Sehr schön. Ich habe gewonnen. Level 8 dürfte drin sein. Level up ist drin. Und, Camillo wurde besiegt. Du hast es drauf, Kitty. Ohoho. Reue. So, dann. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Dann guck ich mal. Dann trainiere ich jetzt Metro weiter. Und der kann sich schön hier ein bisschen rumchillen hier. Auf den besseren Plätzen. Oh, was und dazu? Das ist noch so ein Typ. Mein Motorrad spielt verrückt. Oh mein Gott. Okay, noch so ein Typ. Carsten. Okay. Das ist Gift gegen Psychoattacke. Das ist natürlich sehr zu meinem Vorteil, sowas. Und, oh nein, die überleben immer so scheiß knapp sowas. Und dann macht der einen fetten Schlamper. Und die Attacke ruiniert mich natürlich vollkommen, weil ich mit einem Schock sofort vergiftet bin. Aber das hätte ja niemals so kommen dürfen, dass ich den ja mit einem Schock besiege. Ich bin ja so schön sarkastisch. Oh Mann, ey, ist ja auch noch vergiftet. Das ist doch scheiße. Das ist doch alles scheiße hier. Aber bitte, dann halt mit einem vergifteten Smetball. Der wird wahrscheinlich den Gegner schon gar nicht mehr überleben. Wir werden jetzt hier gleich rausfinden. Wow, doch, diesmal besiege ich ihn sogar mit einem Schlag. Das hätte mal eben schon passieren dürfen, ja. Slimer. Slimer wird... Ah nein, Smetbo wird verletzt, das meine ich. Besiege ich den mit einem Schlag? Nope, der überlebt das eiskalt. Und darf mir noch richtig eine klatschen. Klatsch mir eine. So. Zumindest diesen Kampf überlebt Smetbo noch, immerhin. Im nächsten dürfte der dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr mitmachen. Carsten wurde besiegt. Ich kann das einfach nicht. Guck ich mal. Ach, da ist noch so ein Typ. Okay. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? Ich werde die meisten Kiddies, die Pokémon zocken, wissen euch ja, was Chemie ist. Aber das sehen wir ja dann. So, und eine Sekunde bitte kurz. Okay, da bin ich wieder. Ich wurde unterbrochen. Ist das denn nicht zu fassen? Das ist überhaupt nicht zu fassen, sowas. Oh nö, ein Volltreffer. Oh nö, ein Kreideschall. Oh nein, oh nein. Cool, den überlebe ich also noch. Gut. Vielleicht ein Level Up. Das wäre jetzt echt genial. Ja, ein Level Up, schön. Da habe ich ihn sowieso noch trainiert, bevor der drauf geht. Das finde ich fair. So, als nächstes soll ich Pikachu nehmen. Ja, das mache ich. Der kann ja Durchbruch. Eigentlich habe ich mir selbst ein bisschen Sorgen gerade gemacht, dass ich ihn nicht produktiv zusammenschlagen kann. Aber mit Durchbruch geht das sehr wohl. So, und hier habe ich Donnerblitz. Eine wunderschöne Attacke, sage ich euch. Und weg ist er. Smogon. Oh, waren die schlecht gegen Giftattacken? Ach egal, ich mache für Donnerblitz. Weil die Attacke so wunderschön ist. Ne, ernsthaft, jetzt fliegt die genial. Aber der überlebt. Meine Gegner überlebt immer alles. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ich finde das auf jeden Fall voll uncool, dass sie immer so knapp alles überleben müssen. So, dann kommt ein Voltoball. Das ist dann der letzte. Und Treffer. Okay, Ladevorgang. Die Attacke ist so nutzlos. Man kann das gar nicht erst fassen, wie nutzlos es ist. Durchbruch. Los. Mach ihn kalt. Mein Junge. Sehr schön besiegt. Und Dario wurde besiegt. Eine Gehirnschmelze. Ah. Dann gucke ich mal. Das Metro kann erst ein bisschen weiter nach vorne getauscht werden. Ich meine, der überlebt diesen Kampf. Also jetzt beim Weitergehen sowieso allgemein nicht mehr. Und das ist noch so ein Typ. Okay, die Spiele mögen beginnen. Okay, einfach so. Dann nicht. Tschüss. Und was will der? Spieler bald das, was?
Okay, der hat einen Quapsel. Und wenn ich mich recht erinnere, ja, Pikachu. Cool, direkt Donnerblitz. Das dürfte er aber nicht überleben. Komm, diesmal nicht. Kann gar nicht erst sein. Kann es auch nicht. Noch ein Quapsel. Das ist cool. Das finde ich irgendwie cool. Weil die ich immer so schön schlagen kann. Und weg ist er. Oh, ich muss mich mal ein bisschen strecken. Ich liege hier schon richtig auf meinem Stuhl, anstatt drauf zu sitzen. Vom Quapuzzi. Oh, der steigert sich. Das soll mal Mankey machen. Okay. Los, Quapuzzi. Und dann mache ich Aeroas. Also irgendwie drängt hier keine Attacken außer halt so besonders vor. Sind alle nicht sehr effektiv gegen den. Endlich alle normal. Aber der trifft natürlich gleich fünfmal. Und statt wie immer, wenn das ein Spieler einsetzt und nicht ein Computergegner, dann kommt der nur selten höher als 3 oder 2. Aber der Computer, der darf voll oft irgendwie 5 treffen. Mich macht sowas fertig. Knopf vorbei ist auch daneben.